Mein Name ist Julia Zerlik, ich komme vom Fachbereich 12, Mathematik und Informatik und arbeite dort in der Mathematikdidaktik. Und unser Projekt, das heißt Erklärvideos in der mathematischen und mathematikdidaktischen Grundschullehrerausbildung, das leite ich zusammen mit Frau Professor Dr. Rose Vogel. Und da geht es darum, dass die Grundschullehramtsstudierenden in unseren Mathematikdidaktikseminaren Erklärvideos erstellen. Und das machen wir aus dem Grund, weil wir wollen, dass die Erklärfähigkeit oder die Erklärkompetenz der Grundschullehramtsstudierenden geschult wird. Weil man ja, wenn man ein Erklärvideo selber erstellt, sich ganz viele Gedanken darüber machen muss, wie erkläre ich da überhaupt was? Welche Zielgruppe habe ich? Welches Vorwissen hat meine Zielgruppe? Und diese Gedanken muss man sich im Vorhinein machen und man muss sich viele Gedanken machen. Und dadurch erhoffen wir uns, dass eben die Erklärkompetenz der Grundschullehramtsstudierenden geschult wird. Also ich denke, dass gerade die Medienkompetenz mittlerweile sehr wichtig ist. Auch in den Schulen werden ja schon Smartboards etc. eingesetzt. Und da ist es einfach wichtig, dass die Studierenden auch lernen, wie man mit diesen Medien umgeht und wie man die nutzen kann. Und gerade sowas wie Erklärvideos kann man ja hervorragend auch in der Schule wieder verwenden. Also wenn man als Zielgruppe zum Beispiel Drittklässler hat, dann sind das Themen, die man auch tatsächlich in der Schule mal einsetzen kann, mal zeigen kann. Und ich denke einfach, dass schön ist für die Studierenden, wenn sie da kompetent sind in dem Medienbereich, damit sie in der Schule später wissen, welche Möglichkeiten es gibt und diese dann auch gezielt einsetzen können. Also in der Regel kommt er sehr gut an. Manche tun sich natürlich ein bisschen schwer. Wir haben Blended Learning Seminare, da muss man natürlich sehr strukturiert für sein und alle Abgabetermine einhalten. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig bei den Studierenden, dass sie sich selber disziplinieren müssen. Aber gerade auch das kommt wiederum gut an, dass sie sagen, ach, ich musste da endlich mal lernen, auch die Termine einzuhalten. Sonst habe ich da eins auf den Deckel gekriegt, weil ich nichts hochgeladen habe. Und insofern haben wir eigentlich durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Und gerade auch zu diesen Erklärvideos, da viele Studierende noch nie irgendwie ein Video produziert haben, auch noch nie geschnitten haben, noch nie eine Kamera in der Hand hatten, war das für die eine tolle Erfahrung. Und sie können das jetzt einfach oder haben das jetzt schon mal gemacht. Und dann ist natürlich auch die Hemmschwelle kleiner, das später in der Schule noch mal so einzusetzen. Also wir wollen natürlich die Erklärvideos weiter etablieren in der Grundschullehramtsausbildung, sodass alle Studierenden das dann auch mal ausprobiert haben und alle Studierenden eben in der Erklärfähigkeit irgendwie kompetenter geworden sind. Und das wünschen wir uns natürlich für die Zukunft, dass das so weiterläuft und dass wir eben noch mehr Erfahrung machen können. Auch wie können wir die Studierenden darin unterstützen, diese Erklärvideos zu erstellen, was hilft ihnen. Und ja, das haben wir uns für die Zukunft vorgenommen und es auch noch in anderen Seminaren vielleicht auszuprobieren als in diesem Blended Learning Seminar.